Okay, Stefan Minak, das erste Spiel der BG Göttingen in der Sparkassen Arena, gleich ein Erfolg. Was für ein Resümee ziehst du nach dem ersten Testspiel zu Hause? Ich denke, dass wir heute mit sehr viel Energie gespielt haben, mit sehr viel Tempo. Wir haben gekämpft und ich denke auch, dass der Funke übergesprungen ist von der Mannschaft auf die Fans. Die Fans haben uns unglaublich toll unterstützt. Ja, ich habe mich wie zu Hause gefühlt praktisch und ich hoffe, dass wir auf einem guten Weg sind, die S-Arena zu einer S-Hölle zu machen. Ja, du hast es schon angesprochen, die Fans haben gute Stimmung gemacht. Was für ein Gefühl war es denn, das erste Mal Sparkassen-Arena? Es war eine tolle Atmosphäre hier, es waren 1200 Leute da, glaube ich, und wenn wir die Halle voll kriegen, dann glaube ich, wird es noch enger, noch heißer und es wird noch enger für den Gegner einfach. Und es wird noch unangenehmer, glaube ich. Und die Fans haben uns super supportet, die haben die Halle super angenommen, von meiner Sicht. Ja, ich habe mich richtig gut gefühlt mit den Fans und es ist eine klasse Sache gewesen. Toller Tag heute für alle Mannschaften, für alle Beteiligten. Ja, noch ein Wort zu den kommenden Tagen. Wie geht's weiter für euch? Morgen geht es gleich weiter mit Athletik und Krafttraining, ja, bei Adi. Und dann konzentrieren wir uns schon auf das kommende Wochenende in Belgien. Ja, wir haben eine Woche Training. Vielleicht schieben wir noch kurzfristig ein weiteres Testspiel ein. Das wissen wir aber noch nicht. Und wir wollen auf jeden Fall uns bereit machen für das nächste Level, was am Wochenende auf uns zukommt.